Der Mokka hat sich innerhalb des Segments zum beliebten SUV entwickelt. Nach rund 4 Jahren steht nun aber ein neues Modell am Start. Parallel dazu gibt es auch vom Start weg eine Elektroversion, die auf der Multi-Energy-Plattform CNP aufbaut. Und glaubt man den Aussagen des Herstellers, verfügen auch die Verbrennermodelle über noch sparsamere Motoren. Er ist ein komplett neu aufgebautes Modell. Man kann es eigentlich nicht direkt miteinander vergleichen. Er steht ja auf der CMB-Plattform drauf. Er ist um ca. 120 Kilogramm leichter als der Vorgänger. Es wurde hier sehr, sehr viel gearbeitet, um entsprechend Verbrauchswerte und CO2-Werte zu verbessern. Somit haben wir auch in etwa minus 20 Gramm CO2 weniger als beim Vorgängermodell. Das bedeutet natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden geringeren Spritverbrauch, was sich wieder positiv im Geldbeutel auswirkt. Viel Neues gibt es auch beim Thema Design. Wenn wir uns die Front hier anschauen, wir sehen hier schon, der Opel Mokka ist das erste Auto mit dieser neuen Front, mit dem sogenannten Opel Visor, der hier ganz klar zusammenfasst die Scheinwerfer und auch die Front in der Mitte das neue Opel-Logo platziert, gibt dem Fahrzeug sehr viel Kraft, dass er dann auch über die Lichtsignatur rechts und links nach unten zieht. Und man sieht natürlich hier, wie er mit seinem klaren Design hier überzeugt, über die roten Designlinien hier in der GS-Ausstattung zum Heck überschwenkt und auch hier wieder mit seiner Rücklichtersignatur rechts und links das Auto ganz, ganz schön breit und satt auf die Straße stellt. Und was gibt es sonst noch Neues? Wenn wir hier einen Blick hineinwerfen auf das Cockpit, dann sehen wir schon das Opel Pure Panel. Das Opel Pure Panel ist das neue Armaturenbrett. Es vereint zwei Bildschirme, einmal 12 Zoll und einmal 10 Zoll und ist durch seine Krümmung komplett ergonomisch auf den Fahrer ausgerichtet, um optimalen Fahrspaß zu garantieren. Themenwechsel zur Elektroversion. Dieses Auto hat eine 50 Kilowattstunden Batterie verbaut, bringt eine Leistung von 100 kW oder umgerechnet 136 PS und zwar von Null weg mit einem sehr, sehr schönen Drehmoment. Also das geht wirklich gut. Es gibt 3 Fahrmodi bis hin zum Sportmodus, wo man das Ganze auch schön nutzen kann. Und was natürlich besonders alle interessiert, ist ja immer, wie weit komme ich damit? Die Reichweite nach der Norm WLTP beträgt 324 Kilometer. Ja, also den neuen Opel Mokka kann ich zum Beispiel in seiner dreiphasigen Version mit 11 kW laden. Entsprechend wird dabei von Opel auch die Wallbox angeboten und auch die entsprechenden Ladekabel, die man dazu benötigt, sind als Zubehör erhältlich. Außerdem ist natürlich spannend, das Auto kann ich auch an der Schnellladestation mit 100 kW laden, wo ich dann in 30 Minuten die Batterie de facto voll bekomme. Der Opel Mokka in seiner Elektroversion hier ist mit einer serienmäßigen Vorklimatisierung ausgestattet. Das bedeutet übersetzt, ich habe im Winter eine Standheizung und im Sommer eine Kühlung. Ich kann meine Uhrzeit, meinen Tag einprogrammieren, wann ich das Auto gewärmt oder gekühlt haben will, vor Fahrtantritt. Das Auto ist dann perfekt aufgewärmt und ich kann komfortabel losstarten. Wie man sieht, hat Opel auch das Thema Elektromobilität erstmalig ganzheitlich betrachtet und so hoffentlich den einen oder anderen Zweifel zum Thema beseitigt. Nach den vergleichsweise biederen Vorgängern kommt nun also die neue Generation 2021 mit viel frischem Wind in die Schauräume.